Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft bricht bei den Fans wieder das Sammelfieber aus. Seit einigen Wochen sind die berühmten Panini-Sammelsticker zur WM in Brasilien erhältlich. Seit der WM 1970 in Mexiko bringt Panini alle 4 Jahre die Hefte zu den Turnieren heraus. Eine Millionenproduktion. Denn für das Fußball-Großereignis werden die Sticker in über 100 Ländern verkauft. In den Produktionshallen von Panini laufen dafür gerade die Druckmaschinen heiß. In jeder Ecke surren, stampfen und arbeiten die Maschinen nun bis Juni. Nur 3 Stunden täglich stehen sie still. In der Panini-Redaktion ist dafür aber schon ein bisschen Ruhe eingekehrt. Denn während die Trainer der teilnehmenden Mannschaften noch an ihren Kadern basteln, haben die Vorbereitungen bei Panini schon längst begonnen. Schon im Januar wurde entschieden, welche 17 Spieler pro Team ins Heft kommen. Entgegen dem Mythos, einige Sticker gäbe es weniger als andere, werden alle Bilder zur WM in exakt der gleichen Anzahl produziert. Am Ende wird man also doch noch um jeden Spieler feilschen müssen, der noch nicht im Stickeralbum klebt.